Star-Moderatorin Ellen DeGeneres muss um ihr Anwesen in Südkalifornien fürchten. Erst im Oktober hatte sie es gekauft, nun rücken die Buschbrände immer näher, wie sie auf Twitter schrieb. Unser Haus droht in Flammen aufzugehen, schrieb Ellen DeGeneres auf Twitter. Star-Moderatorin Ellen DeGeneres gehört zu den Einwohnern Kaliforniens, deren Häuser von den gewaltigen Flächenbränden in dem US-Bundesstaat bedroht werden. Unser Haus droht in Flammen aufzugehen, schrieb die 59-Jährige am Sonntag, Ortszeit, auf Twitter. Sie habe bereits ihre Haustiere in Sicherheit bringen müssen. Ich bete für alle in unserer Gemeinde und bin den unglaublichen Feuerwehrleuten dankbar. Our house is under air at OF Bein Burnett. We just had to evacuate our pets. I'm praying for everyone in our community and thankful to all the incredible firefighters. The live stream is on https://t.co/ftckvvho16. Später erklärte sie in dem Kurznachrichtendienst, sie sei stolz, in der Gegend von Montecito zu leben, wo alle aufeinander achteten und dafür sorgten, dass Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht würden. Everyone in the Montecito area is checking up on each other and helping to get people and animals to safety. I'm proud to be a part of this community. I'm sending lots of love and gratitude to the fire department and sheriffs. Thank you all, raute Thomas F. Ihre. Ob sie selbst ihr Anwesen bereits verlassen hat, ließ die 59-Jährige offen. DeGeneres und ihre Ehefrau, die Schauspielerin Portia de Rossi, hatten die luxuriöse Villa direkt am Pazifikstrand erst im Oktober gekauft. Für das etwa 4500 Quadratmeter große Grundstück mit Villa, Gästehaus und Tennisplatz bezahlten sie laut US-Medienberichten 18,6 Millionen US-Dollar, umgerechnet 15,8 Millionen Euro.